wo der Wind die Bäumer niederzwingt und der Almrausch zum Wachsen beginnt. Da, wo eine Sängerin die schönsten Heimatjodler singt. Wo der Schnee im Sommer schon überlocht, der Blitz und der Donner vom Himmel kracht, ob miteinander oder allein, da sind wir Bergbauern, Buren daheim. Wir sind geschnitzt aus einem trockenen Buchenholz, bei uns einer niemals gefriert. Wir gehen spazieren, wo sich so mancher andere für immer verirrt. Unser Butterbrot essen wir mit Pfeffer und Salz, stehen auf Speckknödel, Schweinsbraten und Kramelschmalz. Zierengeist, Hopfen und Malz, lieber Herrgott, erholt's. Wir sind Bergbauernburen, Bergbauernburen, hohen Burgern erlebt, in der modernen Zeit. Wir haben Wahl so groß als wir sind stark wie unsere Stier. Klappe auf. Action! No. Hallo zu unserem heurigen Projektmarathon. Ich darf jetzt mit Caro Bader ein Interview führen und stelle mir ein paar Fragen. Und zwar, was hältst du generell einmal vom Projektmarathon? Ja, ich finde, der Projektmarathon ist eine gute Gelegenheit, dass die Jugend der gesamten Gemeinde zeigen kann, was sie zu leisten imstande ist. Wir erleben jetzt schon viele Jahre und mir taugt es immer wieder, dass so viele dabei sind, gerade bei uns im Bezirk Lilienfeld. Und die Türnetzer habe ich auch schon einige Male besucht und ich habe zwar ein herausforderndes Projekt, aber ich checke alles gut. Danke. Das werden wir brauchen können. Braucht man immer. Und was hältst du von unserer Aufgabe? Die Aufgabe, die ich habe, das ist ein bisschen eine Pflegeaufgabe. Das scheint im ersten ein bisschen eine einfachere Geschichte zu sein, aber nachdem ich weiß, dass es in Dürnitz sehr viel an Kilometern Promenadenwege gibt, wird es da einiges zu tun haben. Aber so wie ihr euch kennt, mit dem Zusammenhalt in der Landjugend, wird es das sicher auch schaffen. Da hoffen wir es. Ja, wir sehen das mal. Okay, das sage ich danke. Bitte, bitte. Alles Gute, gell? Danke. Zeit genommen habt und ich würde euch jetzt gerne ein paar Fragen stellen. Also, welche Erwartungen habt ihr vom Projektmarathon von der Landjugend Dürnitz? Ja, also wir haben gewusst, die Landjugend Dürnitz hat in Auftrag da, oder das Projekt Wanderweg gestalten. Und wie wir hergekommen sind und dann gleich einmal geredet haben und auf einmal 33 Kilometer Wanderweg. Wahnsinn. Wir haben uns gedacht, wo ist das und wie macht man das an einem Wochenende? Aber wir haben da gleich mal gesehen, Motivation ist da und man hat auch gesehen, der Weg ist schon brav ausbessert worden, freigemacht worden und schaut schon echt super aus. Also, super Erwartung. Ich seid ja schon vorher am Merken, ein paar Kilometer habt ihr noch, aber ich drücke euch die Daumen und toi toi toi. Ja, danke und hat mich wirklich gefreut. Danke.